Existenz. Was ist eigentlich Existenz? Viele sind verunsichert, wenn ich dieses schwierige Thema anspreche und lachen dann, verfallen in ein wahnsinniges Lachen und sterben früh. Warum will der Mensch nicht wissen, wo er herkommt? Klar, wir wissen, wo wir herkommen. Mama, Papa, und die kommen von anderen Eltern und die wieder von Eltern und die von Eltern und die von Eltern. Das geht ganz weit zurück bis in die Feuerzeit, die Eiszeit. Da gab es zwar noch keine, ich sag mal, Menschen, aber die Vorgänger von Menschen. Kleine Amöben, so Glibber, glibberiges Zeug, das in der Erde so gurkelt, schwelende Laken, Würmchen, kleine Maden, angeblich ohne Wissen und ohne Abitur. Ganz klar, das gab es damals nicht. Aber Intelligenzien waren schon unterwegs. Zum Beispiel der Aal, ist ein sehr altes Tier, was Peter, du kennst ihn noch. Und der erste Mensch, irgendwann hat Gott zu sich selbst gesagt, das heißt ungefähr so, er konnte ja damals nicht hier so sprechen, da gab es die Sprache noch nicht. Das heißt so viel wie, verdammt, mir wird langweilig, ich brauche Menschen. Und er machte uns und direkt hat er gesagt, so, die sollen nicht nackt sein, die sollen eine Hose kriegen und Pullover und so, damit ich meinen Spaß habe. Und Schuhe und Strümpfe und Slip, BH und so, also was, Suspensorium. Und Haare oder Perücke, ist egal. Von mir aus machen wir ein paar mit Glatze und so. Und so hat er den Menschen geformt und so. Und dann hat er aber gedacht, ja, ist aber langweilig auf der Erde, jetzt mit Feuer nur. Damals hat es ja gebrannt. Und auch hier in der alten Oper hat es gebrannt. Und da sagte der Herr, jetzt will ich nicht mehr Feuer, jetzt kommt Schachtelhallen. Und er machte überall auf der ganzen Erde Schachtelhallen. Das kann man sich kaum vorstellen. Schachtelhallen hier, Schachtelhallen da, Schachtelhallen in Amerika. Alles war Schachtelhallen. Schachtelhallen, Schachtelhallen, süß und saftig. Eine Mark, eine Tüte. Oder, kennst du den Hans Günther? Das ist ja vielleicht ein Angeber, der fährt einen 280er Schachtelhalm SE. Oder, guck mal hier. Hier, echt Schachtelhalm. Ja. Super Anzug, echt Schachtelhalm. Pflegeleicht. Habe ich hier gekauft, hier in der Stadt bei Schachtelhalm und A. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Portion, eine Doppelportion Schachtelhalm mit Mayonnaise und Soße. Und geben Sie mir nur eine, zwei Flaschen Schachtelhalm. Und dann eine Schachtel Schachtelhalm Filter noch dazu. Hier, macht 20 Schachtelhalm. Der Rest ist für Sie. Auf Wiedersehen.